Der Bahnhof Remagen hat Ende der 90er Jahre einen besonderen Gast. 03001 aus Dresden ist ins Rheinland gekommen, um Nostalgiezüge durchs romantische Ahrtal zu ziehen. Ausfahrt. Die gewaltige Schnellzuglok mit den großen Windleitblechen ist bis heute beeindruckend. Lange erinnerte sie betriebsfähig an die große Zeit der Baureihe 03. Zudem war sie die erste. Am 8. Juli 1930 von Borsig in Berlin ausgeliefert. Somit ist die 03001 im Jahr 2010 80 Jahre alt geworden. Die Baureihe 03 wird oft als kleine Schwester der 01 bezeichnet. Kleiner ist sie aber kaum, eher leichter. Mit nur 17,5 Tonnen Achsfahrmasse sind es fast 3 Tonnen weniger als bei der großen 01. Die Gewichtsreduzierungen brauchte man damals für den Schnellzugbetrieb auf nicht ausgebauten Strecken. Unter den neuen Einheitslokomotiven war eine Baureihe 03 zunächst gar nicht vorgesehen. Erst der schleppende Streckenausbau für 20 Tonnen Achslast bereitet den Weg. In enger Anlehnung an die 01 entsteht die Baureihe 03. Die 03 wird zur Erfolgsgeschichte. Bis 1938 entstehen bei den Firmen Borsig, Krupp, Henschel und Schwarzkopf 298 Maschinen. Im Einsatz sind sie anfangs überwiegend in Nord- und Ostdeutschland. Betriebshalt in Maischoß.
In Leistung und Zugkraft steht die 03 ihrer großen Schwester nur wenig nach. Doch ihr Sein war besser als der Ruf. Viele Personale äußerten sich eher abfällig. Andere wiederum fühlten sich mit der zuverlässigen 03 bestens bedient. Nr. 03001 in ihrer heutigen Heimat im BW Dresden-Altstadt. Still und leise ist es um sie geworden, denn seit Jahren ist die stolze 03 kalt abgestellt. Als Traditionslok der DDR-Reichsbahn konnte sie überleben. Schon 1971 in Halle ausgemustert. Ab 1978 begann dann ihr zweites Leben als betriebsfähige Museumslok. Beim traditionellen jährlichen Dresdner Dampfloktest gehört 03001 zu den bewunderten Stars. Sie ist dabei in guter Gesellschaft. Neben 03001 hat auch die Cottbusser 03204 bis in unsere Tage überlebt. Bereits im August 1976 ausgemustert und als Denkmal am BW Cottbus aufgestellt, entging sie der Verschrottung. Seit Anfang 1993 ist der Lausitzer Dampflokclub nun stolzer Besitzer. Noch im selben Jahr geht die 03 wieder in Betrieb und ist fortan der Star bei unzähligen Sonderfahrten und Plandampfveranstaltungen. Eine Sonderfahrt bringt 03-2204, so ihre EDV-Bezeichnung, auf die alte Ostbahn Berlin-Kiez. In Rotes Luch gibt es einen Betriebshalt. Seit 1936 entsteht 03204 bei Borsig in Berlin. 193.500 Reichsmark musste die Reichsbahn damals für die neue Lok bezahlen. Heute erfreut die Museumslok nicht nur Hochradfreunde. Hier auf dem Weg von Saalfeld nach Gera.